Mahlzeit, Leute, ihr schaut wieder für Arbeit. Ich bin's der Sascha und ich bin mal mit einem Bang Squash. Ja, das Ding habe ich euch vor 4 Wochen erst gezeigt, muss ich sagen. Und ihr wundert euch wahrscheinlich jetzt, warum zeigt das uns nochmal, weil so der Kracher war es ja nicht. Ja, ich muss sagen, der Entwickler hat sich mein Video angeschaut. Ich habe auch ein bisschen mit dem getippt, beziehungsweise hat in meinen Kommentaren geschrieben und hat sich meine Kritik so ein bisschen zu Herzen genommen und hat jetzt innerhalb von 4 Wochen die Version 2.0 veröffentlicht. Das freut mich natürlich unheimlich, dass dann auch mal so ein bisschen auf meine Kritik eingegangen wird. Also er hat einige Sachen gefixt, die ich mokiert habe. Das finde ich echt toll. Das zweite ist, das Ding hat mich damals 4,99 € oder 4,99 $ gekostet. Der Preis ist mittlerweile auf 2,99 € runter auf SideQuest. Auch das finde ich cool. Und es gibt eine Demo, ja, auf SideQuest. Also ihr könnt euch das Ding jetzt auch als Demo runterladen, um da vorher reinzuschnuppern. Was hatte ich mokiert? Mokiert hatte ich die Schläger, die ich gleich habe. Die hatten auch eine Trefferzone hinter dem Schläger. Dadurch ist es mir passiert, dass der Ball teilweise beim Aufschlag hinter mir geflogen ist. Also ich habe den Ball leicht berührt und dann flog er hinter mir. Das ging gar nicht. Das war mein erster Kritikpunkt. Es kam kein Flow auf. Also es war mal so ein bisschen zufallsgeneriert, wie ich den Ball treffe. Dann hatte ich links und rechts von mir nachher so schräge Wände. Diese sind auch dort komplett verschwunden. Das hatte das Problem, die sind dann an diesen Wänden, ist dieser Ball dann irgendwie eigentlich fast schon wie kleben geblieben, ist wie auf Schienen, diese Schräge runter. Ich habe den Ball gar nicht gesehen, da kam der immer so ganz blöd auf mich zu. Das hatte ich auch mokiert. Das soll alles weg sein, keine Wände mehr. Das, wie gesagt, das Trefferfeedback an den Schlägern soll gefixt worden sein. Ich bin gespannt und ich fange erstmal wieder auf Easy an und wir schauen mal, ob ich besser durchkomme, ob es mir mehr Spaß macht. Ob die Level eventuell jetzt auch ein bisschen variieren. Ich meine ja, laut den Trailer, den ich gesehen habe. Also auch mal ein bisschen andere Hintergründe und so. Und dann starten wir einfach. Schaut euch gerne nochmal mein erstes Video an. Ich verlinke euch das natürlich wieder hier oben, ne? Und dann könnt ihr das selber mal vergleichen, was sich so getan hat. Also wie gesagt, ich finde es super, dass der Entwickler direkt reagiert hat. Und für mich ist das praktisch jetzt so ein Service, auch für den Entwickler nochmal reinzuschauen. Das habe ich ihm versprochen. Und natürlich auch für euch, damit ihr seht, es hat sich was getan. Okay, wir spielen Level 1. Wer das Spiel noch gar nicht kennt von meinem Kanal, Bang Squash ist ein Akanoid-Klon in VR. Ja, also das finde ich geil. Also Akanoid geht einfach immer und dann in VR natürlich richtig geil. So, ich mache jetzt Level 1 Welcome. Ich kann mir hier auch einen Username und ein Passwort ausdenken und eintippen, dann komme ich in die Leaderboards, ja, aber das mache ich jetzt nicht. Ich spiele einfach ohne Account, das geht natürlich auch. Er lädt. So, die Schläger sind genauso groß wie damals, muss ich sagen. Ich habe keine Wände mehr, die sind weg. Ball Killer Area, also wenn der Ball da reinfliegt, ist er weg, dann hat er verloren. Ich stehe jetzt hier so in so einem luftleeren Raum und ich muss sagen, von der ersten Optik gefällt mir das schon mal besser. Ja, weil der Raum war nicht so toll und jetzt mit diesem spacigen Hintergrund, das ist schon cool. Also es ist auf jeden Fall schon mal schöner. So, ich kann mich immer noch mit Snapturn drehen und ich kann mich auch mit dem linken Analogstick mit Free Locomotion bewegen. Also das finde ich wirklich cool. Also hier waren vorher diese schrägen Wände, das ist schon mal geil, dass die weg sind. So, jetzt habe ich hier meine Pedals. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Der Ball fliegt sofort los. Er fliegt natürlich immer noch vor Wände, weil sonst wird er ja im All verschwinden vor unsichtbaren Wänden. Okay, und jetzt habe ich das. Das geht auf jeden Fall viel, viel besser, muss ich sagen. Es ist natürlich noch kein AAA-Titel oder so. Ganz klar. Aber es geht sehr viel besser von der Hand, wie ihr seht. Jetzt auch, wenn ich mich hier bewege mit dem Analogstick, das klappt richtig gut. Okay, irgendwas ist passiert. Ihr könnt euch natürlich auch selbstständig bewegen, ja, wenn eure Play Area groß genug ist. Aber jetzt, das geht auf jeden Fall schon viel, viel besser wie beim ersten Mal. Also gute Arbeit bis jetzt, ja. Ich bin immer noch beim ersten Ball, Leute. Das habe ich in meinem ersten Video überhaupt nicht geschafft. Ich habe eine viel bessere Übersicht, wo die Bälle herkommen, wann die wieder auf mich zu. Guckt euch das an. Ich habe direkt den ersten Level completed, ohne einen Ball zu versenken. Also das nenne ich natürlich dann wirklich eine Verbesserung, auf jeden Fall. Es macht viel mehr Spaß, aber natürlich ist natürlich auch noch Feintuning jetzt angesagt, muss ich. Aber da kommen wir nachher noch zu, ja. Ich mache mal Level 2 auf Easy und dann schauen wir mal. So, ich habe wieder die Pfannen.
So, wir haben eine andere Musik, ne, glaube ich. Gut, und dann würde ich sagen, ab dafür. Die mit den dreien müsst ihr dreimal treffen und dann... Was mir aufgefallen ist, also ich muss den Ball noch nicht immer 100% mit dem Paddle berühren. Also ein paar Zentimeter vorher geht schon los, dann habe ich schon also praktisch die Trefferzone. Aber es fühlt sich okay an. So, was ich jetzt noch wieder ein bisschen vermisst, ist echt Vibration auf den Controller, wenn ich einen Ball treffe. Das würde ich mir noch wünschen, dass ich so ein bisschen Feedback bekomme. So, und wenn ihr jetzt mal genau im Video guckt, ja, ihr könnt das natürlich auch ein bisschen pausieren. Ihr werdet gleich sehen, ich versuche das mal, wenn ich so einen Ball habe. Seht ihr? Also der Ball betrifft die Pfanne nicht 100%. Also er wird vorher schon ja getroffen und zurückgeschleudert. Aber es geht viel, viel besser als wie bei Version 1.0. Und auch das Bewegen mit dem linken Stick, das geht richtig gut. Ich kriege sogar Bälle, die ein bisschen weiter entfernt sind. Und wirklich diese Wände, die jetzt weg sind an den Seiten, ich hau wirklich den Ball immer zurück ins Feld, weil das war damals teilweise so, ich habe den kurz angetippt, der flog hier rechts oder links vor die Wand und kam direkt zurück so schnell, dass man gar nicht mehr reagieren konnte. Und jetzt kann ich wirklich die Felder abräumen. Ne? Schon wieder geschafft. Ja, und wieder kein Ball verloren. Richtig cool. Das ist natürlich jetzt easy. Wir gehen jetzt mal auf Medium Tornado. Das ganze Ding hat nachher 15 Level. Bei 3 Euro, was es jetzt kostet, oder 2,99 Dollar, sind ja knapp über 3 Euro. Was haben wir dann? Was ist dann? Nicht 10 Cent. Ach, noch niemals, ne? Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es nicht rechnen. Nee, das wären dann mal 20 Cent pro Stück, ne? Genau, 20 Cent pro Level. Da kann man noch nicht meckern, oder? Und wie gesagt, eine Demo gibt es jetzt auch. Gut, wir spielen nochmal Tornado. Das ist jetzt Medium, ne? Mal schauen. Ich weiß nicht, ist das schon wieder ein neues Lied? Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, ab dafür. Da sind wir diese Pfannen, ne? Obwohl, aber da sagen wir nachher noch was zu. Okay, und ab dafür. Okay, der Ball ist kleiner geworden. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt eine Physik hinter ist, wenn ich fester hau. Wo war der denn jetzt hier? Der ist jetzt hier durchgekommen, ne? Okay, das ist noch so ein kleiner Bug hier. Also das kann hier durchgehen durch dieses Objekt hier vor mir. Der Ball ist weg. Wo ist er? Hallo? Hallo Ball? Okay, ist der ganz klein jetzt oder was ist das? Guck mal, wie klein der ist. Ich sehe den kaum noch. Ich sehe da nur so ein Schweiß. Seht ihr das? Das ist aber sehr, sehr klein. Das ist ja schon fast wie Akanoid Fleck hier. Oh, guck mal, das ist ja süß. Wird mal wieder groß. Ich guck mal, wie klein. Aber ich kann ihn treffen, ja? Also es funktioniert. Selbst das klappt. Wird mal wieder groß. Zack. Okay, irgendwas hat Pling-Pling gemacht. Wird ja nicht mehr groß. Aber seht ihr, also diese schrägen Wände sind gefaked noch da. Habt ihr das gesehen? Der ist gerade so schräg zu mir gekommen. Aber okay, ja. Aber sonst würde ja auch das Spielfeld hier viel zu groß werden. Das ist okay. Solange der Ball auch ins Feld zurückgeht, wenn ich zurückschlage. Und das macht er die ganze Zeit. Also er kommt nicht mehr kurios zurück. Direkt, wenn ich ihn schlage oder fliegt hinter mir oder sonst irgendwas. Dann wird der nicht mehr größer, das verstehe ich jetzt nicht. Da ist er. Ich sehe ihn nicht, da. Habt ihr gesehen, wie schräg der jetzt so kam hier vorne? Aber ist okay. Es ist natürlich eine kleine Notlösung mit dem schrägen jetzt hier. Aber es funktioniert, ne? Aber sonst wird der Ball ja auch dahin fliegen. Und dann wäre die Spielfläche, wie gesagt, viel, viel zu groß. Ja? Oder der Entwickler müsste wirklich das Spielfeld hier auf diese Breite minimieren. Und das würde ich blöde finden. Also dann lieber jetzt wirklich diese Lösung mit diesem schrägen.
Und ich finde es echt super, dass er direkt also sich hingesetzt hat und das Spiel verbessert hat, ja. Und dann noch fairerweise noch ein bisschen am Preis geschraubt, finde ich super. So. Im Grunde reicht eine Hand, ne? Ich treffe nur die blöden Würfel nicht, ja, also. Was war? Ach, guck mal, das geht auch. Ich kann den auf den Boden donnern. Das ist ja wie so ein Flummi. Moin, moin, moin. Irgendwas hat Bling gemacht mal wieder. Aber der Ball wird nicht mehr groß, ne? Nimmt der den nicht mit da? Ja, das ist bei Arkanoid natürlich immer das Problem. Je weniger Würfel es werden, umso länger dauert's. Okay, ich habe einen getroffen. Wow, der war noch auf der Kante, habt ihr gesehen? Ja, jetzt müssten die kaputt gehen. Genau, die fallen runter. Wo ist der Ball? Ich sehe ihn nicht. Ah, da kommt er. So. Auch getroffen. Komm her, komm her, komm her. Ich versuche den jetzt mal so ein bisschen gezielt zu lenken, ob das funktioniert. Ah, da sollte er ungefähr hin. Er sollte natürlich den mit der 2 treffen. Das war gewollt. Das war zu hoch. Jetzt versuche ich mal. Was war das denn? Oh, der ist weg, ne? Ne, der ist zurückgekommen. Wie geht das denn? Okay. Jetzt ist er weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Leute, wo ist der Ball? Und der ist mir ins Gesicht geflogen. Jetzt fliegt er da rum. Aber ich habe keinen Ball verloren. Warum nicht? Weil er mir vom Kopf geflogen ist? Okay. Der ist aber schon sehr klein. Ne? Warum wird der nicht mehr größer? Wo ist das jetzt, weil das hier Medium-Schwierigkeit ist? Dann tanzen wir ein bisschen. Ich muss ja hier auf den Ball warten. Jetzt kommt, da ist mal wieder Fax, ist der Ball da weg. So, was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, der ist jetzt hier immer so hin und her und mitten in der Luft ist er auf einmal zu mir hin. Aber das ist bestimmt diese schräge, nicht mehr sichtbare Wand hier geschuldet. Jawohl, getroffen. So, jetzt versuchen wir mal die 2 zu treffen. Ah, so nicht. So. Wir machen natürlich gleich noch ein Hard Level, würde ich sagen. Ne? Also mal gucken. Aber es geht wirklich sehr viel besser von der Hand, muss ich sagen. Gute Arbeit gemacht diesmal. Ne? Es bleibt natürlich ein Indie-Titel, Leute, ganz klar. Aber wenn andere auch mal so schnell auf Kritik und Fehler reagieren würden, das würde ich mir schon sehr wünschen. Krieg ich den Zweier nicht. Aber jetzt. Ach, der geht da knapp drüber. Ja, ja, das kann jetzt nicht nur noch um Stunden handeln, bis ich das Feld hier geräumt habe. Aber wie gesagt, das ist nun mal der Fluch des Arkanoiden hier oder so, oder wie heißt das? Wieder knapp daneben, oder? Ja, nee. Also ein bisschen physikalisch ist der Ball noch komisch, muss man sagen. Natürlich hier und da. Aber ich kann ihn bekommen, ja. Ach, hättest du den jetzt mal mitgenommen? Das könnte klappen, ne? Nicht. Fast. Aber jetzt. Ah, ne. Dann machen wir das nochmal. Und jetzt geht der. Jawohl! Ich hab's geschafft. Gut, das war der Medium. Ich habe auch keinen Ball verloren. Okay, der eine, der ging irgendwie um mich einmal drumherum und einen habe ich vom Kopf gekriegt. Aber okay, ich habe keinen Ball verloren. Da steht 9, also habe ich es geschafft. Er lädt. Oder er ist abgestürzt. Lädt ziemlich lange, ne?
Hallo? Okay, da bin ich wieder. Ja, komm, wir machen natürlich noch einen auf hart. Bang, wir machen Monster. Komm, Level 15, das machen wir nicht, das ist für euch. Wenn ihr euch das kauft, damit ihr auch noch was entdecken könnt, ne? Jetzt habe ich auch Level 11 nicht. Okay, das ist jetzt hart. So. Und ich sag mal ab dafür. Das wird aber bitte nicht wieder ganz so klein. Erstmal kann ich gar nichts machen, weil... Da ist der Ball, der ist noch groß. Da kommt er. Okay, jetzt kommen zwei. Jetzt wird es wieder ein bisschen interessanter hier. Ah, so. Jetzt wird das Ganze hier so ein bisschen sportlich. Okay, jetzt kommt noch ein Ball. Okay, jetzt kommen natürlich die zwei Pedals so langsam zum Einsatz. Also mit Zielen habe ich es jetzt hier fast nicht mehr. Jetzt bin ich nur noch froh, wenn die Bälle nicht ins Ausgehen. Okay, irgendwie ein Ball ist weg, ne? Aber jetzt kommen so viele, jetzt ist es eigentlich auch egal. Den kriegen die mehr. Das ist ein kleiner. Ein großer, kleiner. Viele Bälle. Oh, jetzt wird's hektisch. Okay. Aber es macht Spaß, Leute. Ins Gesicht habe ich auch wieder einen bekommen. So. Komm mir so ein bisschen hier vor wie beim Tennis. Okay, den habe ich jetzt viel, viel schneller wahrscheinlich gleich geklärt als diesen Medium Level. So. Hallo, hallo, Bälle, Bälle, Bälle. Jetzt sind gleich alle extra Bälle hier weg. Okay, also. Das sollte passen, jawohl. Ich hab's geschafft. Ein Hard Level, ja? Guckt euch das an, mal eben. Also der war ziemlich einfach. Also der ist eigentlich dadurch einfach, dass so viele Bälle kommen, wenn man die alle bekommt, ne? Gut, also ich habe jetzt, wie gesagt, dann Bank Squash nochmal gespielt. Ihr seht, ich habe nicht einen Ball verloren. Ich habe auf Easy, Medium, Hard alles gespielt. Ich sag mal, richtig interessant wird es wirklich ab Hard. Wenn so viele Bälle kommen, hin und her und schlagen und dies und das. Es ist natürlich noch nicht perfekt, das weiß ich. Aber es ist sehr, 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 sehr viel besser und jetzt auch spielbar als Version 1.0. Jetzt wünsche ich mir natürlich Feintuning und ich habe natürlich immer noch ein bisschen was zum Meckern, ne? Weil wie gesagt, es ist ja nicht perfekt. Also diese Pfannen, ich finde die immer noch ein bisschen zu groß. Und vielleicht jetzt bei den Pfannen mal ansetzen, so ein bisschen an der Optik zu schrauben. Ja? Ich würde mal so ein bisschen mich orientieren an Racket NX. Ja, da gibt es ja auch so einen Schläger. Der sieht sehr gut aus. Vielleicht so in der Größe, in dieser Art, ja, diese eckigen Pfannen wirklich wegmachen. Weil die sehen echt nicht schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich mir ein bisschen was anders wünschen, dass man da vielleicht jetzt ansetzt. Dann das Ganze natürlich so ein bisschen polish machen, sage ich jetzt mal. Ja, also die Würfel vielleicht noch so ein bisschen, wenn da was geht. Ich weiß ja nicht, wie weit wir schon an der Questgrenze hängen. Aber vielleicht so ein bisschen Glanz drauf oder ich weiß es nicht. Also wirklich die Würfel so ein bisschen polieren. Und was natürlich auffällt, ist diese schrägen Wände, die waren immer noch da. Das heißt, wenn der Ball jetzt hier so geflogen gekommen ist, zack, dann ist der auf einmal auf mich zugeflogen. Ja, obwohl er ja eigentlich optisch keine Wand war. Vielleicht sollte man an dieser Stelle hier rechts und links so eine Art Lasergitter zeigen. Also, dass man immer noch den tollen Hintergrund sieht mit diesem Weltall. Das fand ich richtig toll, dass die Wände weg sind. Aber dass man visuell sieht, hier ist was, wo der Ball abprallen kann. Oder hier vorne war das so ungefähr, ne? Das würde ich mir dann auch noch wünschen, aber es tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch. Das ist jetzt ein bisschen Meckern auf hohem Niveau mit diesen Wänden. Und hin und wieder hatte ich das Gefühl, wenn der Ball mitten im Feld war und immer so Ping-Pong gemacht hat, hat der auf einmal hier in der Mitte so zack und dann kam der auf einmal auf mich zu, als wenn der in der Mitte irgendwo vorgeschlagen wäre. Ich habe die Bälle zwar bekommen, aber das fällt dann so ein bisschen auf. Ja, ansonsten würde ich sagen, jetzt eine super tolle Basis geschaffen mittlerweile mit dem Ding. Aber es ist natürlich noch kein Arkanoid in meinen
Augen. Also Arkanoid, wer das kennt, das hat unendlich viele Level, da kann man schießen, kleine Schläger, große Schläger und so weiter, ne? Und dann so Powerbälle, die überall durchgehen. Vielleicht auch in der Richtung ein bisschen weitermachen, ja? Dann kann das echt was Tolles werden. Also ich finde es echt nicht schlecht. Ich sag mal, von allen Arkanoid-Clones in VR, die ich bis jetzt selber gespielt habe, ist das mit echt das Beste, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es ist immer noch ein Indie-Titel, es ist kein Meisterwerk, das sage ich auch ganz ehrlich. Aber echt, ich ziehe den Hut, dass der Entwickler so schnell reagiert hat. Ich habe alle Level geschafft, es hat mir jetzt richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Und für den Kurs finde ich das jetzt auch völlig in Ordnung für 2,99. Die Level hat man wahrscheinlich ziemlich schnell durch. Aber wie gesagt, 20 Cent pro Level, Leute, das ist kein Geld. Und der Entwickler will auch ein bisschen leben, ne? Alles gut. Ja, die Leaderboards, ja gut, die bringen nicht wirklich was, weil ich glaube, nicht viele werden da drin zu finden sein, wenn man sich hier ein Konto macht. Das weiß ich jetzt aber nicht, das ist nur Vermutung von mir, weil ich mich selber nicht angemeldet habe. Aber vielleicht habt ihr ja Freunde, die das auch spielen wollen, dann könnt ihr euch hier natürlich messen. Gut, dann hoffe ich auf weitere coole Updates für dieses Spiel, ja? Aber bitte jetzt erstmal Baustelle Nummer 1, die Pedals. Und was ich dazu noch sagen will, es ist immer noch so, wenn ich sag mal, wenn ich jetzt hier mein Pedal habe, ich weiß nicht, könnt ihr meinen Controller sehen, der Ball, der schlägt nicht ganz vor das Pedal, sag mal ungefähr so, und dann wird er schon zurückgestoßen. Also die Abfrage ist nicht direkt auf dem Pedal, die ist ungefähr so ein Stückchen davor, dann wird der Ball schon zurückgeschmissen. Das tat dem Ganzen jetzt keinen Abbruch, es hat funktioniert. Das war bei der Version 1.0 auch noch ein bisschen anders. Vielleicht kriegt man es echt hin, dass die Bälle echt die Pedals dann auch treffen. Also nochmal für ein geileres Feeling. Und natürlich bitte Vibration auf die Controller, wenn der Ball das Pedal trifft. Ja? Das wünsche ich mir natürlich auch noch. Also wie gesagt, jetzt ist erstmal Pedal angesagt. Da ein bisschen schrauben und dann wird das immer besser. Ja? Gut, dann hoffe ich, ihr konntet nochmal was damit anfangen. Ich hoffe auch, der Entwickler ist jetzt zufrieden. Ich habe dann, wie gesagt, meine kleine Schuldigkeit getan. Ja, das ist mein Dankeschön, dass er so schnell reagiert hat. Und ja, dann lasst mir ein Däumchen da. Ich habe wieder alles gegeben für euch, das wisst ihr. Und wer noch kein Abo hat, darf natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Auch da würde ich mich riesig freuen. Dann verpasst ihr nichts mehr. So. Dann, ach ja, mein Discord habe ich vergessen, kommt gerne dazu. Ich gehe auf 140 Leute zu. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dazu stoßt. Gut, jetzt schönen Abend, schöne Woche. Selber Banks Squash spielen und bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Macht's gut, Leute. Ciao.